Herzlich willkommen beim Traction Bootcamp zum Thema Grünlandpflegetechnik. Mein Name ist Alexander Brockmann, ich bin Chefredakteur der Traction und diesmal zum Thema Grünlandpflegetechnik, das Bootcamp. Wir haben 10 Hersteller eingeladen, Content Creator und Landwirte auf einem Feld gebracht. Alle können die Maschinen testen und live im Feld das Arbeitsergebnis begutachten. Ja, mein Name ist Einböck Leo von der Firma Einböck aus Österreich. Wir sind ein bekannter Striegel- und Hacktechnik-Hersteller und wir stehen jetzt hier vor unserem Grünlandstriegel. Hallo, ich bin der Pierre Vidar, Verkaufsleiter bei der Firma Joskin. Wir stellen hier aus eine Scariflex R6S5. Ja, hallo, Andreas Egelwolf mein Name. Bin einer der 2 Geschäftsführer der Firma CFS. Bin zuständig für Vertrieb und Marketing. Und ich darf euch heute unsere Technik, unsere Maschinen präsentieren. Hallo, mein Name ist Rupter Schuwe. Ich bin angestellt von der Firma Kotschreuter und wir sind die Werksvertretung für Hatzenbichler in Deutschland. Ich darf euch heute eine Grünlandstriegel von Hatzenbichler vorstellen, Arbeitsbreite 6 Meter. Mein Name ist Sava Böld von der Firma Saphir Maschinenbau. Ich bin Außendienstgebietsleiter für Niedersachsen und Teile NRW. Ich habe hier den Grünlandstriegel Typ GS 603. Mit 4 Zinkenreihen, hydraulischer Zinkenfeldverstellung. Hallo, mein Name ist Dennis van der Boom. Ich bin Exportmanager bei der Firma Eves Agro aus den Niederlanden. Wir sind spezialisiert in Bodenbearbeitung, Gülleeinarbeitung und Grünlandpflege. Heute stehen hier bei einer neuen Kombination von uns für Grünlandpflege. Vorne ist eine Grünlandstriegel. Wir haben heute von Kückerlink den Grasmaster mitgebracht. Mein Name ist Tobias Ladwig. Ich bin für den nordwestdeutschen Raum für die Firma Kückerlink tätig. Kückerlink ist ja bekannt für Bodenbearbeitung. Mein Name ist Lisa Breuhahn. Ich bin bei der Firma Düwitzdorf für den internationalen Vertrieb tätig, darf aber auch hier in Deutschland ab und an nochmal mit los. Wir haben hier für euch unsere Greenrack Expert und hinten dran hängt unsere Terraroller Expert. Mein Name ist Georg Gastinger. Ich bin zuständig für APV Deutschland für den Vertrieb und gemeinsam mit meinem Kollegen Ernst Soda für APV Österreich dürfen wir euch heute die Maschine APV Grünlandprofi GP600M2 vorstellen. Hallo, mein Name ist Stefan Bonager von der Firma Güttler. Ich bin dort als Produktmanager tätig und darf Ihnen heute unsere Grünlandkombination Greenmaster mit angehängter Majorwalze vorstellen. Ja, wir von Samenholzfahrt Deutschland haben hier eben an der Veranstaltung mit 5 Maschinen teilgenommen. Mein Name ist Sebastian Schwenke, ich bin Key Account Manager für Großtraktoren, bin dafür in fast ganz Deutschland unterwegs. Und wir haben jetzt hier unter anderem hinter mir den 6150.4 mitgebracht, was eben eine komplette Neuverstellung ist und haben damit eben zusätzlich zu den verschiedenen Anbaugerätherstellern die Schlepper zur Verfügung gestellt. Ja, mein Name ist Jens Knappgötter. Ich bin von der Firma Continental in der Abteilung Landwirtschaftsreifen. Wir stehen hier vor einem unserer Standardreifen Traktor Master 65538. Wir sind hier auf dem Bootcamp bei der Grünlandpflege, haben den Reifen hier auf einen Luftdruck runtergelassen von 0,8 bar vor einem Güttlerstriegel, weil es hier auch um das Thema Grünlandschonung geht. Wenig Luftdruck. Wir greifen hier mit 6 Stollen in den Boden ein. Das heißt, wir haben wenig Schlupf. Dadurch haben wir auch eine optimale Schonung für die Grasnarbe, eine optimale Bodenschonung, weniger Spritverbrauch. Wir haben eine ganz neue Karkassenkonstruktion, die es uns erlaubt, mit sehr, sehr niedrigen Luftdrücken auch bei hohen Geschwindigkeiten zu fahren. Und von daher ist das für den Einsatz, den wir hier vorführen, eine optimale Bereifung.
Dadurch, dass wir keine scharfen Kanten am Stollen haben, schneiden wir die Grasnarbe nicht so kaputt. Wenn wir ein bisschen feuchtige Verhältnisse haben und der Boden an dem Reifen klebt, haben wir, wie man hier auch den Reifen auch sieht, wenig Rückstände in dem Reifen. Das heißt, eine sehr gute Selbstreinigung. Ja, moin erstmal. Wir sind der Hof Weser-Rind, sind ein familiengeführter Landwirtschaftsbetrieb, der aus einem Hobby im Endeffekt entstanden ist. Mütterlicherseits haben wir seit 750 Jahren Landwirtschaft in der Familie. Mein Onkel hat allerdings 2000 aufgehört mit der Landwirtschaft. Für mich war eigentlich aber immer klar, von klein an, dass ich in die Landwirtschaft möchte. Ich wollte weder Feuerwehrmann werden noch Astronaut, sondern immer Bauer. Und nach mehreren Umwegen über Brandenburger Betriebsleiter, Maschinenring Hannover Land, haben wir dann final den Schritt gewagt, uns in die Selbstständigkeit zu begeben und haben eine Mutterkuhherde mit Highlandern, ganzjährige Draußenhaltung, kein Stall, und haben bunte Bentheimer mit auf Strohhaltung, die ganzjährig auch raus dürfen, aber die haben eben den Luxus des Stalls und machen am Wochenende Hofkaffee bei uns auf der Hofstätte hier in Kohstedt am großen Weserbogen, am Weserradweg, machen da Kaffeekuchen und verkaufen eben unsere Fleischprodukte, Wurstwaren und Produkte von Betrieben aus der Region und hatten jetzt eben das Glück, dass wir über die Traction hier angefragt wurden, ob wir auf unseren Flächen und den Flächen des Gritterguts dieses Bootcamp ausrichten wollten und haben das dankend angenommen. Seit ungefähr 2,5 Jahren backen wir jedes Wochenende, das heißt, wir machen immer alles frisch. Es gibt unterschiedliche Rezepte, wir achten darauf, dass es vor allen Dingen eher so die Rezepte von früher sind, das heißt, dass was nicht das Neumodische ist, sondern das klassische Kuchenrezept, das wird sehr gut angenommen. Auch hier bei Attraction haben wir nur gute Rückmeldungen bekommen. Ja, hier sind wir jetzt gerade bei unserer Mutterkuhherde. Hier ist unser Deckbulle, Otello. Ist jetzt das zweite Jahr bei uns. Wir wechseln alle paar Jahre den Deckbullen durch, weil wir aktuell noch nicht mit mehreren Herden arbeiten. Ich denke, das Schöne an dieser Rasse ist, die können ganzjährig draußen leben, egal ob wir minus 18 Grad haben, plus 30. Und wir haben die Möglichkeit, mit diesen Tieren auch Flächen zu nutzen, die sonst nicht genutzt werden. Wir haben renaturierte Kieswerksecken hier, die wir mit nutzen können. Wir können aktuell die Flächen vom Gut nutzen. Wir nutzen die Flächen vom Weserbogen, wo wir gestern mit den Maschinen gewesen sind. Mein Name ist Franziska Pohl. Ich bin Gebietsleiterin in Niedersachsen. Rechts zu mir an meiner Seite steht Paul Matthias Herwig, Gebietsleiter in Nordrhein-Westfalen. Und außen stehen jeweils Fachberater von uns, die uns in den jeweiligen Bundesländern unterstützen. Wir sind hier von der MFG Deutsche Saatgut GmbH. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das im Direktvertrieb unterwegs ist. Und unser Ziel ist es, wieder als Partner an der Seite der Landwirte zu stehen und ihm mit Beratung und gutem Saatgut zur Seite zu stehen, um den Betrieb so ertragsstark wie möglich zu machen. Hallo, mein Name ist Paul Matthias Herwig von der Deutschen Saatgut, Gebietsleiter für Nordrhein-Westfalen. Zurzeit bringen wir auf diesem Feld die Gourmetwiese aus. Eine Mischung speziell für Pferde entwickelt mit sehr fruktanarmen Gräsern, die auch eine dichte und intensive Grasnarbe ergeben, damit die Pferde quasi möglichst wenig Narbenschäden bereiten. Hallo, mein Name ist Theresa Kasting. Hauptberuflich arbeite ich beim Unternehmen Schaber. Und nebenberuflich bin ich bei der Deutschen Saatgut als Fachberaterin tätig. Und heute haben wir auch das Vergnügen, dass ich hier als Fachberaterin auch tätig sein kann. Das kann man sehr gut immer verbinden mit dem Hauptjob. Ich kann nur dazu raten, gerne mit dazu zu kommen. Ja, mein Name ist Markus Kleine-Hagenkamp. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und bin Fachberater bei der Deutschen Saatgut. Fachberater heißt, ich bin selbstständig tätig. Ja, und wer nebenbei Zeit und Lust und Interesse hat, noch ein bisschen Saatgut zu verkaufen, der darf gerne das Team unterstützen. Evelyn Schmeitzel, Chefin vom Dienst von Attraction. Wir hatten jetzt wunderschöne 2 Tage hier bei perfektem Wetter und können uns aber trotzdem schon auf das nächste Bootcamp im Sommer freuen.